willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft zusammen mit Flo. Wir sind wieder auf der Monsterinsel gelandet. Heute Nacht warten 100 Piggies auf uns. Ja, oder 1000 oder 10.000 oder 1 Million oder sowas. Hey, warte mal, warum fliegen wir nicht einfach irgendwo anders hin? Weil wir kein Benzin mehr haben, kein Gas, keine Kohle. Wir haben keine Kohle, aber da sind Tränke oh, drin. Oh nein. Trank der Nachtsicht, mega cool. Und Wurftrank der Direktheilung. Kannst du ja auch mal was rausnehmen. Komm, wir holen uns erstmal ein bisschen was von unserem Equipment. Was ist denn Piggy? Oh, Explosionsschutzkappe. Easy Schuhe. Oh, was krieg ich denn für schöne Sachen hier? Okay, oha. Die Sachen nehme ich. Die Sachen, die drin sind, kannst du haben. Aber ich finde es richtig hübsch hier. Ich habe ein voll schönes Outfit an, oder? Was sagst du? Ja. Was ist das? Flask of Up? Was ist das denn? Ja. Soll ich jetzt Sprungkraft trinken, oder was? Das ist Anti-Hustensaft. Hier aus, dann trinke ich halt einen. Okay, kein Thema. So, jetzt können wir wahrscheinlich ein bisschen höher springen. Hier ist auch nicht schlecht. Hier, bitte sehr, nehmen Sie das bitte. Was sehe ich? Das ist ein Riesenbaum, oder? Ja. Hä, der ist voll groß. Man sieht den kaum irgendwie. Am Himmel. Oh, Äpfel sind noch da. Du kannst hier was, ein bisschen was Gemüse hier, ein bisschen was zu snacken mitnehmen. Lass mir auch was übrig. So. Und ich nehme noch eine Axt mit. Eine Spitzhacke. Und Schaufel kannst du nehmen. Und dann können wir losgehen. Und dann gucken wir, was wir machen. Leute, wir sind auf der Monsterinsel gelandet. Das bedeutet, heute Nacht greifen uns 100 Monster an. Heute sind es Peppers, beziehungsweise Piggies. Peppers sind es nicht, es sind Piggies. Und wir müssen uns schützen. Das heißt, unser Ballon bietet nicht genügend Schutz. Wir müssen jetzt gucken. Ich wollte gerade zum Baum gehen, aber guck mal, da ist ein Haus. Hä? Hä? Hey, erklär mir nochmal, wer Piggy ist. Lol. Piggy ist böse. Piggy ist okay, ein böses ein Schwein. Und das sieht aus wie das Haus von Peppa Woods. Oder nicht? Oha, ey Leute, das sieht wirklich so aus. Hä, komplett, oder? Ja, Auto. Da steht sogar Familie Woods. Hier wohnt Peppa Woods. Alles klar. Was? Okay, witzig, hallo. Ist jemand zu Hause? Lass mal gucken, ob hier irgendwo... Hier sind Karotten. Sieht nicht so aus. Hier sind Karotten. Voll bunt innen drin. Lecker, Karotten haben sie hier liegen. Nice. Oh, lol. Hier geht's hoch. Hier ist so ein kleines Schlafzimmer. Und was ist da oben? Oh, lass uns ey, darf ich den Mixer klauen? Hallöchen. Nein, du darfst ihn nicht... Was ist der Mixer dabei? Witzig. Hier ist das Zimmer. Oh nein, die schlafen auf dem Dachboden von Peppa und Schorsch. Die schlafen hier oben. Oh, ist ja voll traurig. Nimm nicht mal ein Fenster. Ey, stimmt. Hä, das ist voll gemein. Oh mein Gott. Es tut mir voll leid. Und die Eltern haben hier so ein richtig schönes Schlafzimmer. Ja, gut. Du wolltest den Mixer klauen, ne? Hey, Flo, du kannst... Gib den Mixer wieder her. Stell ihn wieder rein. Du kannst nicht einfach Sachen klauen, okay. Ja? Stell ihn wieder hin, damit du das verstehst. Und den Kühlschrank? Steck in der Wand fest. Was? Ich steck, siehst du mich? Nö, hallo, hier hinten. Ich höre dich auch nicht. Nein, hier bin ich. Ich stecke in der Wand fest. Wieso? Ist hier irgendwo was? Ach so, Leute. Warte mal, warte. Runter, runter. Eine Geheimbase. Alles klar, das ist der Karottenvorrat. Guck mal, hier sind überall Karotten. Ey, der geheime Karottenvorrat. Keine Sorge, ich klau nix. Hier, ich gebe dir noch einen Apfel somit. Hier, könntest du nicht lassen. Lass den Apfel, den habe ich da gerade. Flo, Mann. Der Apfel ich war noch doch für Familie. Okay, keine Angst, keine Angst. Was ist denn das hier? Wir Passwort brauchen einen Code. Gesicherte Truhe. Keine Ahnung. 135? Nee, weiß ich nicht. Vielleicht finden wir irgendwo einen Hinweis. Guckst du warte, mal auf den Dachboden? Oder es ist irgendwo hier noch ein Secret, warte. Das könnte sein. Ich guck mal auf den Dachboden, vielleicht finde ich da ja. Aber wir müssen uns beeilen, es wird nämlich bald Nacht und wir haben immer noch keinen. Oh oh. Keine Baublöcke, weißt du? Ja? Oh, im Kühlschrank sind auch noch Dinger drin. Karotten. Im Kühlschrank sind auch noch Karotten drin. Witzig, alles klar. Lass mal gucken, wir müssen noch irgendwo einen Hinweis kriegen, was der Geheimcode ist. Vielleicht das Nummernschild? Nee, da ist keins. Das Kennzeichen. Das Kennzeichen hätte sein können. Hier ist ein Schild. Peppas geheimes Baumhaus. Code 1234. Warte mal. Peppas geheimes Bauhaus? Baumhaus? Bauhaus, genau. Peppas eigenes Bauhaus. Gib mal 1234 im Keller ein. Hä? Geh mal runter. Mach mal. Leute, ich hab 1345 probiert. Nein. Ich hab's fast gehabt. Und geht's? Ja. Oh, was ist drin? Oh nein, ich bin als ob ich das fast random... Rosa Blöcke, das sind wahrscheinlich Schweineblöcke, oder? Und Karotten! Ja, nice! Goldene! Goldene Karotten! Dürfen wir die klauen? Ich klau die Karotten nicht. Die Karotten lasse ich hier, aber die Blöcke brauchen wir für unsere Base. Wir müssen ja schließlich überleben, ja? Okay, wo bauen wir unsere Base? Wir bauen eine Pepper-Base. Vielleicht bei dem Baum da hinten. Das ist doch cool, oder? Wollen wir eine Baumhaus-Base bauen? So eine rosa Baumhaus-Base? Ja. Ja, das ist voll cool. Was haben wir eigentlich schon alles gegen Monster gekämpft? Kannst oben? Du dich erinnern? Also, es waren Clowns, es waren komische Zombies. Flo, was hast du? Flo, stell den Mixer zurück.
Nein. Stell den Mixer zurück! Ach Mann, Flo! Mann, muss ich den Mixer jetzt zurückbringen? Du kannst doch nicht einfach sagen... Was? Du hast alle schon die Blöcke mitgenommen. Ja, aber das ist was anderes. Die Blöcke, die sind notwendig, damit wir überleben. Das ganz vergessen, die müssen ihren Smoothie machen. Aber die machen Karotten-Smoothie da draus. Ja, du kannst natürlich... Ey, wo sind die überhaupt? Glaubst du, die sind gerade wandern? Vielleicht. Weiß ich doch nicht. Oder die sind gerade... Obwohl, das Auto steht da. Armee am Planen, wie die uns am besten angreifen können. Meinst du die Piggies? Ja. Die kommen erst nachts. Es ist noch nicht Nacht, aber es ist bald Nacht. Die Sonne geht bald unter, glaube ich. Oh, du kannst unter... Warte mal. Ich habe eine ultra-kreative... Was für eine Base bauen. Nein! Kannst da rein! Echt jetzt? Oh, das ist ja mehr als cool. Das ist ja mega nice. Ja, lass es machen. Lass sie so verstärkte Wände bauen am besten. So in zwei Schichten. Warte, warte. Ich fang mal an. Ich baue jetzt schon mal hier so eine kleine Wand. Kannst du rosa eine Türen besorgen? Vielleicht findest du irgendwo rosa eine Türen. Ja, oder craften, warte mal. Oder craften, ja, das ist eine gute Idee. So, und ich mache jetzt hier schon mal eine Wand, wo man reingehen kann. Oh nein, ich habe mich verbaut. Aber ich müsste doch... Ich habe eine Spitzhacke. Alles cool. Dabei. Ich kann hier Dings machen. Ich kann hier schon mal eine Mauer bauen. Du kannst eine Mauer bauen. Okay, perfekt. Und ich mache eine Sicherheitsschleuse, ja? Also man muss einmal durch die erste Tür und dann kommt noch eine zweite Tür, wo quasi die Sicherheitsschleuse ist. Also dass wir noch entscheiden können, wer hier reinkommt und wer nicht. Brauchen wir Eisentüren für. Vielleicht kannst du die auch craften. Echt? Und ey, warte, hast du Leitern oder so? Oh, das sieht voll cool aus mit den Blöcken. Leitern? Nee, habe ich, glaube ich... Nee, habe ich nicht. Brauchen wir welche? Mach doch aus dem Holz. Ich baue ein bisschen Holz ab, okay? Ich mache dir Leitern. Blöcke. Was sagst du? Wir haben noch die Blöcke. Oh, wir haben voll viele Außeneingänge hier. Mega, ich weiß. Das ist total cool. So, da kommt so ein Ding rein. Vor allem, wir können das einfach größer machen, indem wir das Holz hier abbauen von dem Baum. Das ist echt cool. Wie viele Leitern willst du haben? Keine Ahnung. Drei reichen. Drei reichen? Okay, das passt sogar, glaube ich. Einen Moment, bitte, Herr Chaosflo. Ich habe hier zwei. Ja, aber das ist ganz cool. Ich glaube, die können da aber dann nicht hoch. Ja. Sechs Leitern. Können hier ein bisschen größer bauen. Hier bitte sehr... Oh, du hast sogar eine Dia-Axt, das ist nice. Wollen wir hier auch noch zubauen, diese Seite hier? Guck mal. Ja, ich baue so eine Mauer. Guck, du machst sie überall hier. Okay, okay. Du machst die Mauer, alles klar. Und, aber schau, ob irgendwo was ist, wo die durch können. Ey, cool. Das ist richtig cool. Hast du einen Bogen eigentlich? Nee, du. Nee, ich habe auch keinen, aber ich guck mal, ob ich irgendwo einen finde. Ich bin da wieder, Flo. Oh, da bist du sogar. Hi. Ich habe sogar einen Bogen gefunden mit... Unendlichkeit! Nur ich hab Gift! Nein, wirklich? Habe ich dich vergiftet? Habe ich da etwa aus Versehen ein Giftpfeil in meinen Bogen geladen gehabt? Ach was. Goldene Apfelkuchenstück. Das haben wir letztens bei einer Einhornfolge gemacht. Da haben uns nämlich 100 Einhörner angegriffen und wir haben die mit Apfelkuchen gefüttert. Und dann waren die auf einmal richtig lieb. Oh, das gibt mir sogar richtig. Du hast einen Traumfänger sogar aufgebaut. Und sowas. Was habe ich? Ein Traumfänger. Ja, habe ich tatsächlich. Ich wollte die Base einmal kurz zeigen, damit ihr das mal seht. Wir haben nämlich hier in unserer wunderbaren Base ein rosanes Bettchen. Da schlaf ich. Und natürlich auf der anderen Seite ein wunderbares grünes Bett. Und dass man nicht reinkommt, weil die Decke zu hoch ist. Dein Pech, Flo. Nice, danke, danke. Hast du nicht so schlau da platziert, aber Pech gehabt, weißt du? Warte, ist hier irgendwo? Ja, mach einfach weg, das Ding. Hau einfach, weißt du, den Baum, der in seinem natürlichen Habitat, den braucht niemand, bitteschön. Alles klar. Und ja, die Sonne geht schon unter, glaube ich. Okay, guck mal, und hier? Langsam geht sie unter. Haben wir eine Falle, aber du musst aufpassen. Wieso? Weil hier darfst du nicht drauf treten, nur hier auf das hier. Da darf ich drauf. Okay. Schau mal, die kommen alle. Ja. Und was sind jetzt? Hier, das ist ein Fake-Block nämlich. Was denn? Du stützt ein, wenn jemand drauf tritt. Okay, der hier. Okay. Ach, der. Okay. Und diesen Lüfter, die aktiviere ich und die werden nach links geblasen in ein Loch rein, wo Spikes sind. Guck. Nein, wirklich? Ah, deaktivieren! Nee, bitte, geht schon. Ich wollte. Halt ja, nicht hin. Bitte, ich will da nicht reinfallen. Ja, dann geh einfach zurück. Guck, das ist Sicherheit für uns. Das ist unsere Sicherheit. Kommt. Alter, Flo, du hast ja Ahnung. Mega, cool. Alles klar. Ja, nice. Und ich glaube... Ja, und da hinten kannst du auch noch zeigen. Was denn? Was ist da noch? Bei dir da hinten. Da ist auch noch rechts eine kleine Dings, wo du rausgucken kannst. Ach so, ja. Warte, ich höre gerade was. Greifen sie an? Hä? Hast du das nicht auch gehört? Haben sie... Nö, ich habe gar nichts gehört. Hä, wir haben nicht mal Nacht. Hä, war das ein Bug oder was? Ich guck mal raus hier. Hallo? Doch, es ist eigentlich schon Nacht. Es ist schon voll dunkel. Ach, da vorne haben wir noch Käfigfallen. Falls sie da nicht reinlaufen, dann laufen die in so eine Käfigfalle und sind dann im Käfig gefangen. Das ist zumindest der Plan. Mal schauen, warte. So, wie sieht's aus? Was denn? Kannst du die Lüfter nicht mehr ausmachen, oder was? Doch, kann ich. Wie denn? Ah! Okay. Ah! Was denn? Geh nicht dahin.
Sind sie da? Ja. Siehst du die durch die Wand hier links? Nein, ich sehe sie nicht. Warte, ich gucke auf unsere Mauer rauf. Vielleicht kann ich oben auf den Baum. Oh mein Gott! Ah, das sind voll viele! Flo, pass auf! Pass auf! Oh mein Gott! Oh, sie fallen alle rein! Nein, ich hab mich aktiviert! Ja, doch, doch! Oh mein Gott, sie sind alle reingefallen! Piggies! Los, rein mit dir! Mega cool! Flo, mega cool! Warte, ich schaff's! Ich schaff's! Ich lock die auch noch, die Anne! Ah, sie boxen mich! Oh nein! Jetzt muss ich aufpassen! Oh oh, Leute, ich darf da nicht auch noch reinfallen! Ich will nicht geboxt werden! Wie komme ich jetzt hier weg? Oh oh, Flo! Nein, sie werden mich reinboxen! Flo, sie werden mich reinboxen! Oh, wie komme ich hier weg, Leute? Ich hab Angst! Oh nee, jetzt hast du ganz schnell! Nein, nein, ich hab alles cool, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Aber hier sind so viele noch draußen! Die stehen hier alle auf einem. Oh mein Gott, jetzt sind sie! Was machen die denn da? Alles klar! Okay, kommt mit, kleine Piggies! Oh, Flo, neben dir! Sag ich doch! So, jetzt geht's hier rein in unsere kleine Falle! Woo! Ja, alles klar! Ja, und der andere auch! Okay, alright! Mega cool! Ja, jetzt könnt ihr mal sehen, wie das läuft hier unten. Ja, und zack. Das war's mit denen. Ja, krass. Oh mein Gott. Lass uns mal rumschauen, ob irgendwo noch andere sind. Das sind die Käfigfallen, da darf ich nicht rauftreten, oder? Ja, ja, ja. Was passiert, wenn ich drauftrete? Hier sind ein paar. Wo denn? Warte, ich lock die, Das sind eine Menge. Schaffst du es rein? Geh du rein. Ja, ich muss die locken, warte. Ja, ja, ich mach dann direkt zu, okay? Sobald du drin bist. Hol sie? Ja, okay, cool. Alles klar. Es war nur einer! Oh, hier sind alle. Wo sind die anderen? Ach, die sind hier! Leute, die Sounds! Oh no. Okay. Haben wir hier auch eine Falle? Warte. Oder müssen wir sie locken? Ich versuche die zu locken. Nee, 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 hier haben wir keine. Okay. Warte, ich komm mit. Ich lock sie mit dir. Mal gucken, ob das klar. Wow, der eine war oben auf unserem Baum. Wie kommt der denn da hin? Hallöchen, meine kleinen Schweine! Ich glaube, auf der anderen Seite waren nämlich auch noch welche. Oh, oh, okay, sie sind, die greifen an. Okay, Piggies greifen an. Sie sind hinter mir. Hilfe, Flo, nein. Was habe ich getan? Ich hätte mich nicht freiwillig hierfür melden sollen. Wo sind sie? Hier alle, okay. Ah, nicht in die Falle. So, da sind sie alle. Oh, nein. Leute, Flo, TP mich. Flo, TP mich, schnell. Oh, nein. Aber noch. Danke. Oh, mein Gott, ich bin in die Falle. Selber gefallen. Ups. Hilfe! Oh, Leute! Oh, ich muss aktivieren, die Formel ab, oder? Warte, ich kann sie abschießen. Jetzt habe ich dich natürlich getroffen. Und boom! Ihr Piggies da unten. Oh mein. Verflixt. So. Und zack! Nehmt das! Oh mein, ich greife immer noch an. Okay, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Gibt's noch einen? Unsere Base ist mega gut. Wir haben hier alles überstanden, Flo, wirklich. Tja, ich würde mal sagen. Oh Gott. Okay, aber immerhin bin ich hier drin sicher. Leute. Das stimmt eigentlich. Das war's dann wohl mit unserer heutigen Folge von Minecraft. Wenn es euch gefallen hat, like da lassen, bei Flo vorbeischauen. Und ja, ich habe hier gutes Versteck ausgesucht, würde ich sagen. Bringt mir mal ab und zu was zu essen vorbei, damit ich hier drin nicht verhungere. Wir sehen uns morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Bis dahin euch allen noch einen wundervollen Tag. Oh, danke, Flo. Und hasta la pasta. Oh nein. Bist du auch drin? Jetzt kommen wir hier nie wieder raus.